Hallo und herzlich willkommen bei der TeamDB Business Akademie. Unser Thema heute ist die Elsterm-Umstellung im Sage-Personalwesen. Elsterm, wieder so ein Kunstbegriff, ähnlich wie Elster oder Dakota oder ja, irgendwas lassen Sie sich mal einfallen. Elsterm ist abgekürzt für elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Ziel der Sache ist, dass das Finanzamt die Lohnsteuerkarte abschaffen möchte oder das sie eigentlich schon getan hat. Elster sollte ja schon vor einigen Jahren eingeführt werden und nun aber mit dem Elster-Verfahren endgültig einen Schlussstrich zieht und sagt, nein, es gibt kein Papier mehr, lieber Arbeitnehmer, Arbeitgeber, sondern es gibt nur noch Elektronik. Das heißt, das Finanzamt verwaltet alle Besteuerungsmerkmale zentral, dort sind sie gespeichert. Und dort können sie abgerufen werden oder auch können übertragen werden. Es gibt nichts mehr dazwischen, was Papier verursacht. Und das soll dann eine Arbeitserleichterung für den Arbeitgeber sein. Das werden wir vielleicht noch sehen, ob das wirklich so kommt. Eine Kostenersparnis oft durch den Verzicht der Lohnsteuerkarte, das ist sicherlich für das Finanzamt, weil die nichts mehr verschicken müssen. Ja, und mit der Zeitersparnis, da bin ich eher im Moment etwas skeptisch. Was aber vielleicht das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, durch diesen Prozess findet eine Verlagerung der Verantwortung statt, der Verantwortung für die Steuermerkmale. Dafür ist jetzt der Arbeitnehmer ganz alleine zuständig. Sie müssen sich so vorstellen, der Arbeitnehmer, der muss dafür sorgen, dass sein Kind eingetragen wird, dass er die richtige Steuerklasse hat, dass er Freibeträge hat. Alles das meldet er dem Finanzamt, nicht mehr dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber holt sich das nur noch vom Finanzamt elektronisch ab, dann wird es automatisch eingetragen und so wird dann auch abgerechnet. Änderungen kann der Arbeitgeber nicht mehr machen. Was ist notwendig? Technisch ganz einfach, auf Arbeitgeber, auf Abrechnungsseite muss ich einen Internetzugriff haben, ich muss eine Firewall-Freigabe haben, ich muss mit dem Elster-Zertifikat arbeiten. Und natürlich eine entsprechende Steuernummer. Das sind eigentlich Dinge, die wir jetzt auch haben. Der einzige Unterschied bisher war es so, dass der Elster Versand lediglich ein Versand nach draußen war. Demnächst holen wir ja auch mit Elster Daten ab. Also muss ich auch durch die Firewall von außen wieder reinkommen. Das müssen Sie eventuell mit Ihrem Administrator klären. Für den Arbeitnehmer muss ich seine ID haben. Die musste ich aber eigentlich jetzt auch schon haben für die Steuerberechnung. Die muss auch eingetragen sein, das Geburtsdatum natürlich und das Beschäftigungsverhältnis ist ganz wichtig. Ich sage jetzt nicht mehr, ob er lohnsteuerpflichtig oder steuerpflichtig ist. Ich sage jetzt nur noch, es ist ein Haupt- oder Nebenbeschäftigungsverhältnis. Und das ist wichtig für die Elster-Meldung. Alles andere macht dann das Finanzamt. Wie läuft das ab? Eigentlich ganz normal, der Arbeitnehmer tritt ein, der Arbeitgeber meldet diesen Eintritt. Das tut er per Elster-Verfahren. Und nicht erst nach oder bei der Abrechnung, sondern möglichst frühzeitig. Das Finanzamt meldet dann die Steuermerkmale zurück. Das heißt, das, was Sie für die Abrechnung brauchen, Steuerklasse, Kinder, Freibetrag, kriegen Sie erst vom Finanzamt zurück. Und zwischen dem Melden und dem Zurück vergehen durchaus 5 Tage. So sagt das Finanzamt im Moment. Das heißt, die erste Meldung muss mindestens 5 Tage vor Ihrer Abrechnung sein, sonst kriegen Sie den Mitarbeiter nicht in die Abrechnung rein. Nach der Abrechnung melden Sie die laufenden Entgelte mit Elster. Das ist das gleiche Verfahren wie bisher. Was ist nun, wenn der Arbeitnehmer Änderungen hat an seiner Steuerklasse, hat geheiratet, hat ein Kind gekriegt, das eingetragen werden soll, oder er hat einen Freibetrag, den er haben möchte. In dem Fall kommt er nicht mehr zu Ihnen. Früher war das so, er meldet das dem Arbeitgeber, der kann schon mal eintragen und meldet das parallel dem Finanzamt und dann kommt irgendwann die geänderte Lohnsteuerkarte. Das geht heute nicht mehr, er meldet nur noch an das Finanzamt. Und das Finanzamt überträgt dann eben per Elster-Verfahren das an den Arbeitgeber. Und Sie sehen auch hier, 5 Tage vor der Abrechnung müsste es da sein, damit es noch eben in das Verfahren reingeht. Das heißt, wenn der Arbeitgeber sein Kind meldet, kann es durchaus sein, dass es nicht in der nächsten Abrechnung ist, sondern erst in der übernächsten, weil sich das mit der Meldung vom Finanzamt mit der Abrechnung überschneidet.
Das ist, glaube ich, überhaupt der wichtigste Punkt. Machen Sie Ihren Arbeitnehmern klar, dass Sie als Arbeitgeber keine Möglichkeit mehr haben, diese Einträge zu ändern. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt bei der Vorbereitung. Informieren Sie Ihre Arbeitnehmer darüber, pflegen Sie Ihre Daten und vor allem teilen Sie Ihren Arbeitnehmern auch mit, ab wann denn firmenintern das Startdatum für Elster ist. Der letzte Termin ist der 1.12. Ab dann müssen Sie mit dem Elster-Verfahren arbeiten. Im Januar, Februar haben wir immer gesagt, wir warten noch ein bisschen ab, weil die Finanzämter müssen ja auch testen. Inzwischen haben sie Erfahrungen gesammelt. Es ist so auch, glaube ich, im Moment nichts mehr ganz Schlimmes bekannt. Deswegen sollten Sie jetzt vielleicht auch nicht bis zum letzten Augenblick warten, weil dann doch wieder die Server sehr viel zu tun haben, wenn das alle machen. Also versuchen Sie doch schon vielleicht im Oktober oder Anfang November die Umstellung zu machen. Dann sind Sie nicht bei dem ganz großen Endspurt dabei. Erfahrungsgemäß wird das für die Arbeitnehmer auch nicht so ganz einfach sein. Da werden Fragen kommen, da wird Hilfestellung notwendig sein. Das hängt auch ein bisschen von der Struktur Ihrer Arbeitnehmer ab. Aber rechnen Sie ruhig damit, dass da ein erhöhter Bedarf von Hilfestellung notwendig ist. Ein Punkt noch, was gibt es, wenn Sie neue Mitarbeiter haben, die vielleicht die Daten nicht rechtzeitig bekannt geben? Also Sie haben kurz vor dem Abrechnungslauf noch einen Mitarbeiter, den Sie einstellen und der hat keine Steuer-ID oder Sie wissen, Sie kriegen die Daten nicht rechtzeitig vom Finanzamt zurück. Nun, in dem Fall können Sie diesen Mitarbeiter aus dem Elster-Verfahren ausschließen. Das gilt für den einen Mitarbeiter und Sie können ihn dann trotzdem abrechnen. Der kommt dann auch in der Meldung, also in der Verdienstbescheinigung oder in der Anmeldung vor. Und Sie können dann die Umstellung auf das Elster-Verfahren dann machen, wenn Sie von dem Mitarbeiter die entsprechenden Daten haben. Sie müssen da aber auch zeitkritisch ran. Okay, Demo schenke ich mir an der Stelle, weil ich zeige Ihnen nur zwei Screenshots, weil das relativ wenig ist. Was passiert? Wir rufen den Umstellungsassistenten auf. Damit richten wir das Personalwesen auf das Elster-Verfahren ein. Achtung, geht auch nur einmal und geht auch nicht zurück. Anschließend gehen Sie in die Mitarbeiter, in jeden Arbeitnehmer und sagen auch, dass er am Elster-Verfahren teilnimmt und dass das sein Haupt- oder sein Nebenbeschäftigungsverfahren ist. Dann haben Sie eigentlich die Umstellung geschafft, müssen sich jetzt nur noch darum kümmern, dass der Elster-Austausch technisch funktioniert und dann denken, die Rückmeldung kommt 5 Tage nach Ihrer Meldung. Hier nochmal ein kurzes Bildchen. Sie sehen oben den Assistenten, den finden Sie im Hauptmenü unter Meldungen Elster. Da gibt es den sogenannten Aktivierungsassistenten, den gibt es auch nur, solange das noch nicht passiert ist. Der stellt dann ihr Personalwesen auf das Elster-Verfahren um und fortan sind Sie dabei. Dann als zweites das Beschlüsseln der Mitarbeiter. Das sehen Sie hier beim Reiter Elster. Dann beim Beschäftigungsverhältnis, da kommt eben rein, ist das Haupt- oder das Nebenbeschäftigungsverhältnis. Und dann nach der ersten Übertragung werden Steuerklasse, Kirchensteuer, Freibeträge ausgegraut. Die Felder können Sie dann nicht mehr selber ändern. Die werden dann automatisch durch den Empfang der Elster-Daten abgedatet. Okay, das war's. Eigentlich gar nicht so schlimm, aber seien Sie vorbereitet und informieren Sie Ihre Mitarbeiter. Ich glaube, das ist das Wichtigste an der Geschichte. So, und jetzt können Sie Ihre Personalabrechnung umstellen auf das Elster-Verfahren rechtzeitig vom 1.12. und Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn wir uns mal bald bei einem der nächsten Vorträge hören.